שלום עליכם. Wir lernen weiter Tariag Mitzvot 613 Mitzvot von die Torah. Es geht heute weiter in die Mitzvot über Kohanim, über Priester. Heute geht das Mitzvah 272, dass ein Kohen Gadol, dass ein Oberpriester, ein großer Priester, muss heiraten Betula, eine Jungfrau. Und so wie es steht geschrieben in die Torah, Kapitel, dritte Buch Moshe Vayikra, Kapitel 21, Pasuk 13. Und derselbe soll eine Frau in ihrer Jungfraulichkeit nehmen. Also es gibt eine Zeit, wo die Frau ist in die junge Fraulichkeit. Das heißt, sie ist nicht geschieden, sie ist nicht Witwe, sie ist nicht verlobt, sie ist nicht verletzt. Sie ist wirklich Jungfrau und er darf nur sie heiraten, dem Kohen Gadol. Warum? Weil Hashem will, dass der Kohen Gadol soll sein in seine Beziehung, in die Ehverkehr mit seiner Frau, nur zwei Menschen. Nicht drei und keine anderen Vergleich mit jemand anders. Wenn die Frau war schon eine Geschiedene oder eine Witwe oder eine Sona, Hure oder Chalala, Untaugliche von Kohen, die Frau hat schon körperlichen Geschmack und Vergleich mit einem anderen Mann. Und der Kohen Gadol ist so ein heiliger Mensch und Hashem will, dass seine Frau soll sein nur eine Begleitung und eine Ehefrau, um zu steigen und ihm ermöglichen, reines, heiliges Leben zu führen, ohne Fehler und verführerisch in diesem Bereich. Soll er nicht sehen an seine Frau Körper oder Objekt, soll er sie sehen als Begleiterin, die ihm hilft, seinen heiligen Gedanken um Hashem zu dienen. Und deshalb Hashem will ihm eine Frau geben, die er mit dieser Frau die erste Designer von Gedanken und von Gefühlen gebe. Ich weiß nicht genau, wie soll ich das erklären, aber jede Sache, wo man hat, neue Wohnung oder neue Auto, hat was, dass du bist der Erste, der das alles fährt und wird gemacht nach deinem Geschmack. Tut mir leid, das zu vergleichen zum Wohnung oder zum Auto. Aber hier in diesem Fall sagt der Talmud, warum muss eine Kohen Gadol gerade eine Jungfrau? Eins, dass sie ist nicht traumatisiert von anderem Ehverkehr mit einem anderen Mann. Kann sein, dass ein Mann nimmt eine Frau und die Frau hat in ihrem Ehverkehr mit einem anderen Mann Probleme, Trauma oder es war zu gut und bei dem Kohen Gadol ist nicht zu gut und die Frau ist unglücklich. Also es ist mir ein bisschen peinlich in alle intimischen Sachen, was der Talmud erklärt. Aber ich sage das nur im Groß und Ganz. Eine Kohen Gadol muss heiraten eine Jungfrau. Und interessant, das erste Wort von diesem Pasuk heißt Vehu. Vehu ist in die Gematria 18. Vav ist 6. Noch eine Vav ist 6, das ist 12. Plus 5. Plus 1, das ist 18. Daher steht geschrieben in die Mishnah, Ben Shmonaisre, also eine 18-jährige Frau wäre gut. Und deshalb steht geschrieben, auch in die Mishnah, mit 18 soll man schon heiraten. Das ist Chai, eine lebendige Jungfrau. Und man erzählt, dass der erste Kohen Gadol in der Welt, Aaron, hat geheiratet seine besondere Frau Elisheva, die Schwester von Nachshon Ben Aminodov von Stamm Yehuda. Sie war eine Jungfrau und wir sehen, dass es spielt keine Rolle, von welchem Stamm nimmt der Kohen seine Frau. Es ist nur eine Bedingung, dass sie Jungfrau gewesen, dass kein Mann war vorher da. Shkoyach.